Hallo Freunde, heute besuchen wir die Burg Zobelstein. Das liegt im Badischen in der Nähe von Bad Teinach. Diese Burg wurde laut archäologischen Untersuchungen circa Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut. Das spekuliert man zumindest. Die erste urkundliche Erwähnung lässt sich ungefähr auf das Jahr 1303 datieren. Und daraus geht nun mal hervor, dass wohl ab 1270, 1280, 1290 ein Herr Richelin oder auch Ritter in Zabelstein die Burg bewohnt hatte. Direkte Beweise dafür gibt es aber nicht. Bereits 1311 ungefähr taucht Zabelstein in den Dokumenten als, sagen wir mal, württembergische Burg in Anführungsstrichen auf und war damit im Besitz der Grafen von Württemberg. Na gut, die hatten natürlich nicht nur diese Burg, die hatten vorneweg 20, 30 Burgen hier. Da haben wir schon mal eine besichtigt davon. Bei Sinsheim zum Beispiel, die Burg von Sinsheim, gehörte ebenfalls den Grafen zu Württemberg. Gemeinsam mit den anderen Burgen, noch Neuenbürg und Kalf und ja, die Fautzburg, die es mittlerweile leider gar nicht mehr gibt, der Wildberg und Nagold konnte somit der Einfluss auf die neu erworbenen Gebiete im Nordostschwarzwald aufrechterhalten werden. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert häufig als Lehen oder Pfandleihen vergeben. 1342 verkaufte Paul von Gittlingen das Lehen der Burg für 1530 Pfund Heller an den Grafen Götz von Tübingen. 3 Jahre später ging Zabelstein als Pfand über 5000 Pfund Heller von den Grafen Ulrich IV. Und Eberhard II. Von Württemberg an den Pfalzgrafen Wilhelm von Tübingen. Da Wilhelm ein Jahr später ohne Erben verstarb, fiel Zabelstein gemäß dem Vertrag wieder an die Württemberger zurück. Dem Bruder Wilhelms, Götz von Tübingen, stand die Burg 1365 als Leibgedinge zu. Dieses gab er bereits ein Jahr später wieder auf. Burg Zabelstein erlangte 1367 Bedeutung, als der Württemberger Graf Eberhard II., genannt der Greiner, und sein Sohn Ulrich bei einem Überfall in Wildbad durch die Adelsgesellschaft der Martinvögel einer Gefangennahme durch Flucht auf die Burg entgehen konnten. Aufgrund der schlechten Finanzlage des Herrhauses Württemberg wurde die Herrschaft Zabelstein ständig weitergereicht. Naja, das kennt man ja noch von heute. Ne? Man hat zum Beispiel eine Lokalität und ja, immer wieder hat es neue Besitzer. Ne? Immer wieder wurde da mit gewechselt. Also es hat sich also bis heute nichts geändert. Aus einer Urkunde 1396 geht hervor, dass der Pfand von Gerhard von Straubenhardt an die Rechtsnachfolger Straub von Straubenhardt und Schimpf von Güttlingen übergegangen war. Erst 1468 kamen mit der Verpfändung der Einkünfte der Burg und Stadt Zabelstein für 2600 Gulden an Burkhard von Ehingen geordnete Verhältnisse auf. Das Rittergeschlecht von Ehingen hatte bis 1552 die Besitzrechte inne. Während der Bauernkriege wurde die Burg 1525 stark beschädigt, aber nicht besetzt. Herzog Christoph von Württemberg löste das Pfand 1552 von Hans von Ehingen ein. 1554 wurde Jordan von Breitenbach auf Rößnitz mit der Burg belehnt. Dieser sanierte von 1554 bis 1589 für 3500 Gulden die Burganlagen, was über Baurechnungen nachgewiesen wurde. Nach dessen Tod, 1593, dürfte dessen Witwe Agnes von Breitenbach dort weiterhin gewohnt haben. Nach deren Tod, 1612, wurde das Lehen durch Herzog Johann Friedrich von Württemberg an den Freiherrn Benjamin Bovinghausen von Walmerode übertragen. 1620 kaufte der Freiherr Zabelstein und begann mit den umfangreichen Baumaßnahmen, die bis 1630 gedauert haben. In dieser Zeit wurde die Burg zum Schloss umgebaut. Nach der Schlacht bei Nördlingen wurde das Schloss 1634 total geplündert, nachdem der Freiherr an der Pest 1635 in Stuttgart verstarb. Danach übernahm dessen Sohn Jakob Friedrich Bovinghausen den Besitz. Dieser wurde später als Kalver Obervogt, insbesondere durch einige Hexenprozesse bekannt. 1686 übernahm Eberhard Friedrich Bovinghausen den Besitz sowie auch die Ämter seines Vaters.
Nach der Zerstörung von Hirsau und Kalf wurde Zabelstein 1692 durch Truppenteile Mellachs zerstört. Nur wenige Gebäudeteile des Schlosses blieben bewohnbar. Zabelstein wurde von den Bovinghausens verlassen. Eberhard Friedrich Bovinghausen verkaufte den Besitz 1710 für 20.000 Gulden an Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg. Das Schloss wurde jedoch nicht geplündert, nachdem der Freiherr an der Pest 1635... Nein, Entschuldigung, da bin ich gerade falsch. Jedoch nicht wieder aufgebaut und blieb eine Ruine. 1844 wurden die Treppen des Bergfrieds nun erneuert und dieser seitdem als Aussichtsturm genutzt. 1991 dann fanden während den Sanierungsarbeiten baubegleitende archäologische Untersuchungen statt. So, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich da ein paar Versprecher hatte. So, nach der ganzen Geschichte werden wir jetzt diese Burg besichtigen. So, dann sage ich mal, bis gleich da oben, da vorne, auf der Burg. So, wir sind zumindest mal angekommen an den Burgmauern. Man sieht hier sogar noch die ganzen Brandspuren des Bauernkrieges. Sogar in Württemberg hat er also zugeschlagen, der Bauernkrieg. Hier befand sich ein Tor. Hier war das erste Tor, wo man Einlass bekam in die Oberburg. Man kann hier noch gut erkennen, hier war ein Riegel und hier war das Tor angeschlagen. Ich denke mal, dass hier das Gewölbe hier rüber ging. Heute befindet sich hier ein Jägerzaun. Naja, gut. Ja. Es wäre sogar möglich, dass sich hier eine Zugbrücke befand. Das hier kam natürlich alles nachträglich im 19. Jahrhundert. Auch hier unten kann man erkennen, dass es hier einst mal Kellerräume und Gänge gab. Ich zoome euch da mal etwas ran. Hier kann man ganz deutlich an den Wölbungen erkennen. Auch hier. Unglaublich. Das war also ein Hohlraum hier. Aber was war es? Man weiß es nicht. Gehen wir weiter. Es kann sein, dass das hier das Torhaus war, das Wachhaus oder irgendwie sowas. Na bitte, Burggraben mit Zugbrücke und Stadtmauer. So, ich lasse euch da mal kurz, oder ihr haltet das Video an, dann könnt ihr es ja lesen. Ja, das ist der Halsgraben. Hier geht es in den Burggraben. Früher waren diese auch oft mal mit Wasser gefüllt. Und man hatte dann hier eine Zugbrücke, die hier angedeutet ist. Hier der Bergfried, Burgfried. Man kann große Risse erkennen im Mauerwerk. Das sind Setzrisse, die durch Erdbewegungen kommen. Ich meine, in 800 Jahren, 900 Jahren tut sich so einiges im Erdreich. Aber ich denke mal, dass der stabil ist. Man kann sogar noch die Löcher erkennen für den Kran, für die Zange, womit die Steine einst gesetzt wurden. Dieses Gebäude, diese Restmauer, ist ein Teil des ehemaligen Palas. Sogar ein Feuerplatz hat man dort unten. Schön. Und hier kann man erkennen, dass es mehrere Stockwerke gab. Ja, Burgen hatten auch Wohngebäude, ganz klar. Hier sieht man noch einen Rest des Umbaus zur Zeit der Gotik. Spitzbogen, Durchgang. Normal. Auch hier geht es einmal um die Burg herum. Es könnte sich um einen ehemaligen Wehrgang gehandelt haben. Ja, der Baum hat natürlich die Treppe schon schön in Beschlag genommen. Können wir später durch. Wir schauen durchs Tor hindurch.
Elisa, ihr könnt ja gerne das Video anhalten und könnt euch das Ganze anschauen. Hier ein alter Holzstich, oder wie man das nennt. Dies war das Torgebäude, sowas auf der Art. Hier wurde man ja kontrolliert, kann man sagen. Hier kamen nur Leute rein, die einen guten Leumund hatten. Hier, ein Teuchelbohrer. Holzröhren, also sprich Wasserleitungen. Wie man sieht. Also die Menschen waren wirklich dumm damals, das haben sie von den Römern gelernt. Diese Löcher, diese kleinen, hier und hier und hier und hier, rühren von den Zangen. Und hier war einst ein Durchgang. 1620. Also wurde dieses hier zugemauert. Also befinden sich dahinter noch Räume. Aha, auf dieser Seite. Wunderschön. Man sieht die einzelnen Bauabschnitte. Die unteren Steine stammen wirklich aus dem 12. Jahrhundert. Weiter oben, der restliche Meter, zwei Meter, die kommen aus dem 13. Jahrhundert. Man hat es dann in dem Stil wieder errichtet. Hier noch die Restmauern von der anderen Seite. Hier im Gesamten, wo hier wo die Menschen hier sitzen, das war der Palast. Hier war der Wohnraum des Burgherrn. Hier hat er sein Leben gelebt. Aha. Auch hier könnte sich eine Burgkapelle befunden haben. Zumindest sieht alles danach aus, dass hier eine Kapelle war. Es könnte, es muss nicht. Wobei wir hier einige Absätze haben. Es könnte tatsächlich Teil des Palastes gewesen sein oder eine Kapelle. Weil hier läuft eine Treppe nach oben. Ich denke, dass es hier mal zum Wehrgang hinausging, zu den Holzaufbauten, die ja jede Burg hatte. Hier oben ist der Aufbau des 14. Jahrhunderts. Man sieht es ganz deutlich an den Bausubstanzen. Auch die schweren Brandspuren der Zerstörung durch den Bauernkrieg. Die müssen ganz schön gelodert haben hier. Die müssen ganz schön gebrandschatzt haben. Und liebe Güte. Also wie solche Burgen, die Steine sprangen, brauchte es eine große Hitze. Und dass dieses Stück Mauer noch steht, naja, spricht dafür, dass es gute Substanz hat. Unglaublich. Wunderschöne Bäume. Man glaubt das nicht. Das sind, glaube ich, Fichten, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei Fichten jetzt, oder Tannen. Wie sagt man so schön, die Fichte sticht, die Tanne sticht, die Fichte nicht. Und hier hinten befindet sich eine Zeder. Wunderschönes Hartholz. Wo es dorthin geht, naja, vielleicht in den Burgkeller. Tatsache, hier geht es hinunter. Na dann wollen wir doch mal, oder? Das nehme ich doch gerne mal auf mich. Naja, viel ist hier nicht zu sehen. Wie man sieht, wie ihr seht, sieht man nichts. Naja gut, ich habe auch gerade keine Lampe dabei. Hier tropft es sogar von der Decke, hier ist auch alles nass. Ja klar, die Feuchtigkeit der Erde dringt durch den Stein. Ganz klar, ist ähnlich wie bei einer Tropfsteinhöhle. So, ich habe jetzt ein wenig Licht. Aber viel wird das nicht bringen. Weil, naja,
Man sieht hier ganz deutlich, dass hier alles nass ist. Hier läuft, hat sich das Wasser durch den Stein. Unglaublich, dass das doch hält. Hier sieht man Versinkerungen. Ähnlich wie in der Tropfsteinhöhle. Ja, ganz klar, der Kalk in der Erde und im Stein wird gelöst und setzt sich hier wieder ab. Ja, logisch. Wie man genau hört, hier sieht man auch, hier ist alles komplett nass, ja, aber komplett. Und die Decke wird hier auch niedriger. Und hier ist auch Ende. Wie ihr seht, hier ist auch die Mauer zu Ende. Absolut. Ja. Hier ist ein kleines Fenster, das war mal ein Zugang, hier war eine Treppe. Also sehen kann man da nicht viel. Aber man kann die schönen Versinkerungen des Gesteins erkennen. Es ist unglaublich schön. Ja, dann gehen wir wieder hoch ans Tageslicht. Und bedeutet, ich werde das Video jetzt wieder kurz abstoppen, weil ich muss das Licht abschalten. So, dann bin ich wieder. Ja, sonst nimmt mir das zu viel Energie weg, dieses Licht. Wollen wir doch mal nach unten gehen. Hier geht es wahrlich tief hinunter. Und auch hier erkennt man überall Wasser. Also das gleiche wie im anderen Keller. Hier tropft es überall, wie man erkennen kann. Hört mal genau hin. Mich hat gerade ein Tropfen getroffen. Es ist nur auf dieser Seite. Also befindet sich hier eine wasserführende Schicht. Ja, die haben hier auch Lampen, aber die sind nicht eingeschaltet. Was das mal war hier, vielleicht eine unterirdische Kapelle oder was weiß ich, hier könnte auch ein Altar gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was dieses Kellergewölbe einst war, vielleicht ein Vorratsraum, vielleicht war es auch die Küche. Weil hier sieht mir alles danach aus, dass hier mal ein Kamin gewesen ist. Aber sicher bin ich mir da nicht. So genau kenne ich die Gegebenheiten dieser Anlage nicht. Naja, hier könnte ja auch ein Kamin ansässig gewesen sein. Naja. Und hier könnte eine Durchreiche sein. Wir waren. Keine Ahnung. Jedenfalls sind diese Treppenstufen aus dem Original. Also aus dieser Zeit. Wow. Ja. Hier war ein Stuhl. Ein Sitz. Hier saß man und genoss die Zeit, das Leben. Hier verbrachten die Menschen ihre Kurzweil, ja, und genossen das Leben, soweit man es in dieser Zeit auch genießen konnte, weil es war eine kriegerische und harte Zeit. Ja, was das mal war, ob das doch ausgehöhlt ist, weiß ich nicht. Aber auch hier hat es. Könnte es sein, dass hier mal ein Durchgang war, dass hier eine Verriegelung vielleicht für Fensterläden war, um sich von Beschuss oder vor Beschuss zu schützen? Keine Ahnung. Das Mauerwerk ist schon imposant. Das muss man sagen. Gut, dann werden wir uns mal dem. Ja, man sieht genau, das war hier komplett verbunden. Mit diesem Durchgang dort oben. Unglaublich. Dann wollen wir doch mal schauen, was der Bergfried macht. Schön. Ich habe jetzt allerdings keinerlei
Geld dabei. Hast du zufällig 50 Cent? Ja. So. Aha. Also ist die alte Treppe weg. Okay. Dann wollen wir mal nach oben steigen. Wow. Danke. Was das für eine Nische war. Keine Ahnung. Man sieht, dass der Stein hier komplett ausgewaschen ist. Bedeutet, dass der Turm eine Zeit lang keinerlei Dach hatte. Das ist Erosion. Diese Mauer hier ist neu eingezogen worden. Neu verfugt. Ja, die Restaurierung. Im 18., 19. Jahrhundert. Da braucht man kein Fitnessstudio. Leute, wer hier das dreimal am Tag auf Leder. Und hier ist das Deckengewölbe. Offenbar. Keine Ahnung. Wow. Man braucht kein Fitnessstudio. Nein. Dreimal am Tag hoch und runter. Ich habe es gerade auch gesagt, dreimal hoch und runter. Ja, das stimmt. Aber diese Aussicht entschädigt doch diese Qual. Wow, ein kompletter Überblick über den Schwarzwald. Zumindest in Nordschwarzwald. So, dieser Turm hier drüben, ich zoome euch mal hin, von dieser Kirche war der ehemalige Stadttorturm. Ein Wehrturm der alten Stadtbefestigung. Dieser war in Betrieb bis 1530. Dann wurde er umgebaut als Kirchturm. Dann kam die Kirche dazu. Wow. Also. Wow. Ja. Und da steht unser Auto. Ja, unglaublich. Die Menschen der damaligen Zeit haben diesen Ort nicht genutzt, um es so zu nutzen, wie wir es heute tun, um einen schönen Ausblick zu genießen. So viel Sinn hatten sie dafür nicht. Sie wussten nur eins, dass sie hier Ausschau hielten nach Feinden. Und
Tja, dieser Turm war nicht nur ein Wehrturm, sondern auch der letzte Zufluchtsort für den Burgherrn. Man spricht nicht umsonst von Türmen gehen. Die Fabrik dort unten, weiß gar nicht genau, was das ist. Aber ich glaube auch irgendwas mit Automotive zu tun. Ich meine, ich war dort schon drin. Aber ist ja auch egal. Und hier werden die Steine mit diesen alten Klammern, mit diesen Eisenklammern zusammengehalten. Ja, schauen wir mal über den Rand hinweg. Oh. Ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Rückweg. Puh. Jetzt geht's auf jeden Fall leichter. Hier nochmal ein Fenster. Es wurde wirklich alles neu verputzt und verfugt. Ich meine, das ist ja auch gut so, es soll hier erhalten bleiben. Aber diese Steine wurden im 19. Jahrhundert neu aufgesetzt. Nach alten Riten bestimmt, aber man sieht anhand der Beschaffenheit zwischen hier und hier die absoluten Unterschiede der Bausubstanz und des Zeitalters. Überall sind noch alte Putzspuren. Allerdings stammt dieser Putz, Leute, dieser Putz stammt noch aus dem 15., 16. Jahrhundert. Unglaublich, dass der so lange gehalten hat. Das sind tatsächlich alte Putzreste. Das hier ist ein neuerer Putz. Man sieht es auch. Aber egal. Erst mal wieder runter. Und dann werden wir auch schon fast am Ende des Videos angelangt sein. Hier nochmal ein kleiner Aussichtspunkt, der diesmal nicht mehr so hoch ist. Vergittert, logisch, damit da keiner runterspringt. Und da steht meine Frau. Na, wo ist sie denn? Da. Na, so. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oder der wilde Ritt. Der wilde Lauf. Ja, Leute. Ich empfehle euch diese Burg wirklich. Vor allem diesen Turm. Wer ein Problem mit seinem Gewicht hat, der sollte dieses tagtäglich 2 bis 3 Mal machen. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige. Und zack, raus sind wir wieder. So. Irgendwie wurde das Video jetzt unterbrochen, aber egal. Ja, das ist auch krass, dieser Baum, der hier so seitlich hier rauswächst. Wow. Und hier diese Treppen. Hier haben wir einen regengespeisten kleinen Trog. Allerdings ist der hier nicht im Original. Ich meine, der Trog selber schon, aber nicht die Wasserleitung.
der wurde wohl so im 20. Jahrhundert hier aufgestellt, ja, dass man hier ein bisschen ja, Wasser hat im Sommer. Aber interessant. Ja, ich bemühe mich immer, niemanden mit aus Bild zu lassen, weil ihr kennt ja das Recht am eigenen Bild. Tja, was mag sich hier hinter verborgen haben? Da geht es nirgendwo hin, aber da war mal ein Hohlraum und ich wette mit euch, da ist noch ein Hohlraum. So, auch hier muss sich ein Durchgang befunden haben oder ein Fenster oder sowas. Also die Reste zeugen zumindest mal davon, zumindest dieses Stück, dieses Rahmenstück, was man hier genau sehen kann. Und auch hier oben ein Stück des Sturzes. Unglaublich. Naja, hier geht es wieder hinunter in den Halsgraben, der um die gesamte Burg führt. Aber wenn man sich überlegt, diese Menschen oder der Mensch, der genau, sagen wir mal, diesen Stein hier gesetzt hat und schon lange nicht mehr lebt. Das ist schon, ja. Im Übrigen, hier ist auch der Kellerraum, den wir vorhin besucht haben. Sie sind nicht mit drauf. Okay, alles klar. So, unglaublich, diese Mauern. Hier oben hat sich eventuell ein Abort befunden. Das ist also so eine Art ja, Toilette. Hier fielen die Exkremente herunter und die Bediensteten haben dies dann hier weggemacht. Unglaublich. Ja, das war ein Abort, aber hundertprozentig. Hier das Fenster des Palastes. Hier eine alte Wasserleitung. Aus dieser Zeit, da hat man Holz reingesteckt, warum auch immer. Dies ist eine alte Wasserleitung, definitiv ein Wasserspeier oder sowas. Und auch hier sieht man die ganzen Brandspuren von 1525 bis 1529. Unglaublich. Wie dick diese Mauern waren. Man sieht also, innen drin waren gestückelte Steine und außen herum waren sie dann verblendet. Oh, auch eine Art, eine Mauer zu bauen. So, wir sind wieder am Tor angelangt. Hier kamen wir heraus und sind um die Burg gegangen. Mal kurz zum Abschluss. Hier kann man noch die alte Stadtbefestigung sehen, die bis zur Burg führte. So Leute, wir sind runter von der Burg. Ja, entschuldigt das Gewackel hier. Die Halterung ist nicht mehr die beste. Ja, wir sind geschafft. Diese Burg war zwar nicht groß, aber sie war, man sieht es mir an, ich sehe aus wie eine Tomate. Dieser Bergfried, der hat mich fertig gemacht. Ja, außer zur Ansicht und das mache ich auch gerne. Erstens mal macht es mir Spaß, zweitens ist es mein Hobby und drittens für euch, warum nicht? So, dann darf ich mal sagen, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Wenn dem so ist, wisst ihr ja, lasst mir ein Däumchen da, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn euch gefällt, was ich da so tue, dann ja, drückt auf den kleinen Knopf da unten, da steht doch abonnieren. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis zur nächsten Burg vielleicht.
Tja, mit Susi und Sigi. In diesem Sinne, bis bald auf meinem Kanal. Tschüss.